Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe gerade meine Tochter zur Schule gebracht und bin jetzt mal nach Punta Paloma gefahren. Da ist eine wundervolle Düne und das ist ein ganz toller Blick. Ich möchte euch das auch mal zeigen, bevor ich schon ein bisschen weiter erzähle. Schaut mal, wie das aussieht. Ist das nicht wunderschön? Hier in die Richtung sieht man Tarifa und zur anderen Seite, da sieht man dann die Spitze der oder hinter der Leuchtturm ist, den kann man nicht sehen, aber die Düne kann man sehen. Seht ihr diese große Düne da? Ja, und das ist ein ganz toller Punkt hier, ein ganz toller Platz. Und hab gespürt, da muss ich heute Morgen hin. Und ich möchte über die Trennung der Welten mit euch sprechen. Denn dass die Welten sich jetzt trennen, das ist offensichtlich. Also es ist offensichtlich, dass es jetzt darum geht, sich zu entscheiden, dass die Geister sich jetzt scheiden und dass es für jeden Einzelnen, für jede einzelne Seele jetzt eine Zeit der Entscheidung ist. Der Scheidung von dem, ja, was für die eine Seite geht und für die andere Seite nicht geht. Also wohin es eben geht. Und was trennt sich da? Das habe ich bestimmt schon öfter gesagt, das Alte von dem Neuen, das Neue von dem Alten. Also etwas Neues wird geboren und das Alte wird losgelassen. Und manche befinden sich in diesem Zwischenraum, also wie auf der Brücke. Und da besteht noch so eine Wahl und für die möchte ich dieses Video machen. Und manchmal wissen sie es noch nicht mehr so genau. Da sind die alten Muster zum Teil noch sehr stark, aber es existieren schon neue Ideen, Visionen und Gedanken, aber die Umsetzung ist so schwer, weil das Alte so stark zieht. Und vielleicht ist da auch nicht genügend Vertrauen. Vielleicht ist da auch noch einfach Unsicherheit und Angst und nicht das Wissen darum, was jetzt hier eigentlich los ist und wem sie jetzt eigentlich glauben sollen. Und ich möchte an dieser Stelle jeden Einzelnen von euch ermutigen, alle Antworten, alle Fragen, die ihr habt, mit allem nach innen zu gehen und die Antworten innen zu suchen und nicht mehr im Außen zu suchen. Also natürlich auch nicht bei mir, sondern den Weg wirklich jetzt ganz nach innen zu gehen. Und ihr habt wahrscheinlich auch festgestellt, dass ja auch sogar im Außen jetzt Ereignisse sind, Dinge geschehen, dass wir sozusagen gezwungen sind, mehr nach innen zu gehen, einfach weil die Dinge im Außen nicht mehr so funktionieren, wie sie bisher funktioniert haben. Manche von uns können sogar nicht mehr ihren Beruf ausüben und verbringen jetzt deswegen mehr Zeit zu Hause und das wird noch viel mehr kommen. Du wirst jetzt vom Leben aufgefordert, dich zu entscheiden. Es gibt welche, die sich natürlich schon entschieden haben und diejenigen können das Neue schon sehr, sehr stark in sich spüren. Und das nimmst du dann daran wahr, dass du sehr viel mehr Wärme und Liebe in dir, in deinem Körper wahrnimmst. Dass du dein Leben etwas mehr im Fluss erlebst, dass du einfach einverstanden bist und Lebensfreude in dir aufkeimt, ohne dass im Außen was dafür passiert ist. Und für viele ist das aber noch nicht der Fall, sondern sie werden noch vom Leben jetzt eine Zeit lang regelmäßig aufgefordert, sich zu entscheiden. Und du hast immer noch die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Und du darfst auch noch das Alte leben und das ist auch nicht schlimm und du darfst auch dich mal übel und schlecht fühlen und sogenannte negative Gedanken haben. Aber es ist an der Zeit eben doch auch, immer wieder zu deinem wirklichen Kern zurückzukehren. Ja? Denn dein wirklicher, dein wahrer Kern, der wühlt nicht in negativen Gedanken rum, der macht sich keine Sorgen. Ja? In deinem wahren Wesen, viele sprechen von dem multidimensionalen Wesen. Ich denke, das ist auch ein passender Begriff. Also weil, wenn du dir bewusst machst, dass es eben verschiedene Dimensionen gibt. Und Dimension ist gar nichts Magisches. Das ist einfach die verschiedenen Ebenen. Wie zum Beispiel, du hast die körperliche Ebene, die Materie. Du hast die gedankliche, die geistige Ebene. Und dann gibt es noch viele andere Ebenen. Wenn du daran denkst, wie zum Beispiel Tiere wahrnehmen. Manche Tiere können ultraviolett sehen, das kannst du nicht sehen. Es gibt also wirklich verschiedene Wahrnehmungsebenen. Und wir als Mensch, als Seele sind in der Lage eben all diese Dimensionen zu erfassen. In Wirklichkeit.
Und umso mehr ein Mensch auf dem Weg ist, mit seiner Seele eins zu sein, umso mehr nimmt er auch all die anderen Dimensionen wahr. Dann entsteht zum Beispiel das, was allgemein bekannt ist unter Telepathie, unter Hellsichtigkeit und was es da alles gibt. Ist nichts, was jetzt hier erreicht werden muss und soll. Das geschieht letztlich ganz natürlich. Und ist kein Zeichen dafür, dass jetzt ein Mensch besser ist als du, wenn du das noch nicht kannst. Es ist nur sowas wie ein Gradmesser von dem Punkt an, wo du stehst. Und ich möchte dir verraten, das Leben selbst und deine Seele bewertet das nicht. Da ist kein Zeugnis, was dir ausgeschrieben wird, wo dann eine 1, eine 2, eine 6 oder was auch immer das Notensystem ist, das steht und dich bewertet. Da kannst du dich ganz entspannen. Also du darfst wirklich ganz entspannt sein, du selbst sein. Doch denk jetzt daran, in dieser Zeit kommen Situationen auf dich zu, die dich auf dich zurückwerfen und wo du selber schauen kannst, wie du dich entscheidest. Du kannst dich immer für zwei Dinge entscheiden. A zum Beispiel ist, du entscheidest dich für das alte Verhaltensmuster zum Beispiel. Du rastest aus, weil du denkst, du kannst nicht anders, du musst dir jetzt Luft lassen und du musst jetzt mal wieder hier ordentlich rumstänkern, es stinkt dir. Und danach fühlst du dich häufig mies. Es sei denn, du bist vielleicht jemand, der immer zu alles in sich reingefressen und unterdrückt hat. Ja, dann ist so ein Ausbruch mal ganz, ganz heilsam. Aber die andere Antwortmöglichkeit ist eben tatsächlich, das Gefühl zuzulassen natürlich. Wenn da Wut ist, ja, darf doch sein, gib dem Raum, wie auch immer. Du kannst ja auch auf dem Boden rumhüpfen und laufen, was auch immer. Und dann aber nicht aus der Wut, wohinter auch eine große Angst ja steckt, zu agieren, sondern ins Herz zu gehen und in dem Herzen diese Antwort zu finden, die die wahre Antwort dann ist. Ja. Du kannst deine Grenze zum Beispiel, die der Zorn häufig ausdrücken möchte, die Grenze, die kannst du liebevoll ausdrücken. Du kannst klar, transparent kommunizieren mit deinen Mitmenschen, mit anderen Wesen. Du musst niemanden über den Mund fahren, du musst niemanden übergehen. Du musst dich nicht mehr durchboxen, das ist die alte Zeit. Du darfst ganz einfach und klar zu dir jetzt stehen. Und das steht jetzt an. Zu dir stehen, zu deiner Wahrheit. Und die Wahrheit, die in dir ist, die kann dir niemand anders sagen. Das ist deine Wahrheit, die du in dir fühlst, ja? Die jetzt für dich stimmt. Wenn du zum Beispiel also vom Leben aufgefordert wirst, also ich gebe mal ein Beispiel, was jetzt hier unsere Situation gerade möglicherweise kommen könnte, ist das Thema einer Impfung. Und wenn du in dir spürst, nee, will ich nicht, aber dein Verstand springt dann an und sagt dir, ja, aber du musst es ja machen, weil sonst kannst du nicht arbeiten, sonst können deine Kinder nicht in die Schule und dann kannst du nicht arbeiten und deine Kinder können nicht dies und dies und dies und dann hast du 1000 Argumente, so, ja. Es können auch andere Situationen sein in deinem Leben. Ich habe jetzt mal eine ganz krasse Situation genommen, aber die für viele jetzt hier vielleicht irgendwann relevant wird, für manche jetzt schon relevant geworden ist. Es gibt schon welche, die ihre Arbeit schon verloren haben, weil sie sich für ihre Wahrheit entschieden haben, die ein Leben frei von Giften ist und die mit all den Konsequenzen leben und sich neue Wege suchen. Ja, es ist dieser Weg. Ich möchte dich ermutigen, wenn du eine Wahrheit in dir fühlst und egal wie krass dein Verstand Argumente findet, ja, und du denkst, das ist dann ja der Untergang, ja, und kann sein, in deinem Leben ist es dann der Untergang, aber entscheide dich doch bitte für die Wahrheit. Es sei denn, ja, und, weißt du, deine Wahrheit kann ja auch sein, ja, ich entscheide mich dafür, für zum Beispiel diese Impfung, ja. Du fühlst ein Ja, also es wird dir wie, es wird offen in dir, warm und dann ist es dein Weg und dann vielleicht passiert auch nichts Schlimmes, ja. Und was auch immer dann in deinem Leben dadurch kommt. Immer deine Wahrheit gehen. Ja? Aber und wenn du aber etwas hast, eine Wahrheit, und da ist ganz krasses Szenario in deinem Kopf und Riesenangst, und dann trotzdem die Wahrheit wählen, das steht an, früher oder später. Weil wenn du das nicht tust, kommt irgendwann der Zeitpunkt, da wird es sehr, 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 sehr eng für dich. Es
fühlt sich dann einfach unangenehm an, immer unangenehmer, das wirst du bemerken. Und darum lade ich dich jetzt schon ein, wenn du jetzt wirklich klar die Wahrheit weißt und die kannst du sehr leicht feststellen durch deinen Körper, das ist nämlich ein geniales Werkzeug. Dein Körper ist das absoluteste, wundervollste Instrument, was es überhaupt gibt. Es gibt dir ein ganz tolles Werkzeug, nämlich ein Feedback. Jede Entscheidung, die du in deinem Leben triffst, da findest du in dir drin ein Feedback. Und das Feedback sagt dir ganz genau, bist du auf deiner Spur, also auf deiner Spur deiner Wahrheit, deiner Seele, oder nicht? Oder weichst du davon ab? Und inwieweit weichst du davon ab? Und da kannst du ganz genau die Antwort in dir, in deinem Körper finden. Zieht es sich zusammen, wird es eng, wird es Druck und dann weißt du, oh, da bin ich abgewichen. Oder aber wird es weit und offen. Und bei einer Entscheidung, die Wahrheit ist, die deine Seele ist, kann trotzdem dabei manchmal Angst mit dabei sein. Ja, lass dich davon nicht beirren. Ja klar, ey, das ist ein Sprung ins kalte Wasser. Was meinst du, was das mich gekostet hat, hier nach Spanien zu gehen? Ich als Fahranfänger mit dem Wohnwagen und in die Fremde. Ich war ein Angsthase schlechthin. Jetzt ist der Löwe in mir erwacht. Ja, also diese Kraft des Löwen. Und diese Kraft, der Mut, der wächst nur dadurch, dass wir durch die Angst gehen, dass wir quasi durch das Feuer gehen. Und dann kommen wir zu uns und zu unserer Kraft. Ja, also es wird viele, viele verschiedene Situationen geben im Leben, die den Beruf betreffen, die unsere Freundschaften und Partnerschaften, Beziehungen betreffen. Alles Mögliche kann das in deinem Leben sein, wo du aufgefordert bist, deine Wahrheit zu leben. Und ja, ich wünsche dir, dass du dich traust, mehr und mehr dir selbst zu trauen. Deiner Seele und deinem Weg, der ist einzigartig. Und wisse, du bist niemals allein. Du bist bereits jetzt umscharrt von ganz viel Wesen und Liebe und deine Gleichgesinnten. Selbst wenn du in einem Ort jetzt gerade äußerlich lebst, wo du denkst, oh, da ist ja gar kein Gleichgesinnter, ich muss mich ja hier anpassen, sonst bin ich ganz alleine. Das kommt alles, nachdem du dich entschieden hast. Halte mal die Leere aus, die vielleicht entsteht, nachdem du deine Wahrheit geäußert hast und eingenommen hast, deinen Platz. Das bewegt sich dann alles zu dir hin oder du wirst dahin gezogen. Und du bist niemals allein hier auf der Erde. Und für viele ist der Platz da, wo sie sind, gerade richtig jetzt, besonders zu der jetzigen Zeit. Und die Gleichgesinnten finden sich. Und du kannst dich auch im Netz verbinden und vor allem kannst du dich in deinem Herzen verbinden. Mit deiner Seelenfamilie sowieso ist die Verbindung da, aber du kannst sie einladen, die immer mehr wahrzunehmen auch in Zeiten der Stille, in der du dich mit dir verbindest, mit deinem Herzen. Und im Herzen findest du ja auch die Verbindung mit allen anderen Wesen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich segne deinen Tag. Ich freue mich, dass es dich gibt, dass du mit mir gemeinsam unterwegs bist. Auf dieser Reise bis hin zu dir selbst. Das ist ein Coming Home, würde ich sagen. Auf dem Spielfeld Erde. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe dir.